Ja, hallo liebe Gartenfreunde, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute zu einem Schnittvideo, und zwar geht es heute um den Zitronenbaum oder generell um Zitrusbäume. Also da gehören auch Orangen oder Kumquatzen mit dazu. Ja, leider kann man bei uns Zitronenbäume nur im Topf anbauen, da es im Winter einfach zu kalt wird und man sie ins Haus holen muss. Und deswegen zeige ich euch jetzt mal, wie man so ein Zitronenbäumchen schneidet. Der Schnittzeitpunkt für Zitronenbäume ist jetzt im März, aber am besten vorm Ausräumen, und dann kann man sie, wenn die frostfreien Tage kommen, schon nach draußen bringen. Zitronenbäume sind nicht so empfindlich, wie man denkt. Also wenn da nachts leichte Minusfröste sind und die geschützt stehen, kann es sein, dass denen nichts passiert. Und noch was zur Lagerung vielleicht. Zitronenbäume sollten an einem helligen, sonnigen Ort überwintert werden. Um die 10 Grad ist ideal. Gelegentlich gießen, dass sie nicht vertrocknet, weil ja Zitronenbäume ihr Laub nicht abwerfen und dadurch das ganze Jahr über Wasser benötigen. Zum Standort im Freien ist es am besten, man stellt die Zitronenbäume oder generell die Zitrusbäume in die volle Sonne. Die lieben die Wärme und die Sonne, und da passiert überhaupt nichts. Sie wollen leicht sauren, durchlässigen Boden, aber da gibt es auch speziell so Zitruserde im Fachhandel zu kaufen. Die kann man dann problemlos verwenden. Noch ein kleiner Hinweis: wenn ihr die Zitronen essen möchtet an eurem Baum, ist es natürlich ganz wichtig, dass ihr den nicht düngt, und also nicht chemisch düngt und auch nicht behandelt gegen zum Beispiel Schildläuse oder andere Schädlinge, weil einfach dann die Wirkstoffe in den Zitronen sind und die man ja dann nicht mit essen möchte. Gut, noch ein kleiner Hinweis zum Aufbau des Zitronenbäumchens. Der sollte so zwischen 3 und 4 Leitäste haben. Die Zitronen tragen an den diesjährigen und an den einjährigen Trieben. Also da blühen sie und tragen dann Früchte. Und den Rest erklären wir beim Schneiden. Ich habe hier schon mal 2 Zitronenbäume. Wir nehmen einfach den hier. Und zwar geht es darum, wie jede Pflanzenart braucht auch der Zitronenbaum Verjüngungsschnitte. Altes, schadhaftes Holz muss rausgenommen werden. Er braucht aber auch einen Erziehungsschnitt, und überhängende Triebe müssten auch entfernt werden. Genauso wie Wildtriebe, die sollte man auch rausmachen. Bei Zitronen sollte man auf Zapfen schneiden, das heißt, man lässt immer einen kleinen Stummel stehen, wo man abschneidet. Gut, dann fangen wir mal an. Es geht immer bei jeglicher Art von Schnitt von Bäumen oder Sträuchern zu schneiden um die Bestandsaufnahme. Also man muss sich erstmal einen Überblick über den Baum verschaffen. Und noch ein kleiner Hinweis hier zu diesen kleinen weißen Dingern, was ihr da seht, sind Schildläuse. Und da hilft eigentlich nicht viel außer die mechanische Entfernung. Weil wenn man jetzt dem Baum etwas übers Gießwasser gibt, das geht zwar in den Baum rein und die werden dann auch sterben, aber wie gesagt, dann sind die Zitronen kontaminiert. Und das will man nicht erreichen. Gut, wir fangen an. Wir schauen jetzt erstmal hier so Triebe, die ziemlich kahl sind. Die kann man eigentlich gleich wegnehmen. Genauso wie Überhängetriebe oder nach innen wachsende. Hier sieht ihr zum Beispiel noch eine kleine Zitrone dranhängen, aber die wird nichts mehr werden, schätze ich mal, weil die auch schon ein bisschen verkümmert ist. Der Trieb ist jetzt ein bisschen nach innen gewachsen, ist nicht so schön. Den werden wir entfernen müssen. Hier haben wir auch einen recht kahlen Trieb mit einem kleinen Fruchttrieb hier oben dran. Also ein einjähriger Trieb, wo die Zitrone auch Blüten ansetzen wird. Da kürzen wir einfach den Trieb auf diesen Fruchttrieb ein.
Hier sind die schönen fetale Triebe, die bleiben natürlich stehen. Genauso wie der hier. Ein sehr schöner einjähriger langer Trieb, an dem die Zitrone jetzt Blüten ansetzen wird. Dann schauen wir weiter. Hier haben wir leider, das sieht nicht so schön aus, hier ist sehr kahl der ganze Ast. Den werde ich jetzt entfernen. Wie bei allen Fruchthölzern regt Schnitt auch wieder Wachstum an. Also durch häufiges starkes Schneiden wird die Zitrone wieder angeregt, neue Triebe zu bilden. Und so dadurch kann man einfach den Baum verjüngen. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel einen sogenannten Wildtrieb. Der kommt hier von ganz unten rauf und wächst ganz hoch. Der geht richtig hoch. Das ist ein einjähriger Trieb und die soll man entfernen. Ganz interessant auch, das wusste ich gar nicht, dass Zitronen Stacheln haben. Aber die haben nur die Wildtriebe, also die anderen, wenn man die sich jetzt anschaut, die normalen Fruchttriebe haben keine Stacheln. So optisch erkennt man nicht viel Unterschied, aber die Triebe haben halt, die Wildtriebe haben auch irgendwie ein bisschen verkümmerte Blätter. Und deswegen nehmen wir den einfach raus. Alles Holz abschneiden. Hier den kleinen Fruchttrieb lassen wir stehen. Dann geht's weiter. Hier, wenn es zu dicht wird, wie hier oben in der Krone, kann man auch einfach mal auf den nächsten wieder umleiten. Also hier kommt ein Seitentrieb raus, dann leitet man einfach auf den um. Genauso hier, da nimmt man auch einen raus. Okay. Hier werde ich den auch mal so entfernen, weil einfach die Äste dann zu lang werden, kahl sind und einfach überhängen. Das will man auch nicht. Hier sind leider ein bisschen beim Transport Schäden entstanden. Deswegen werde ich den auch wegmachen. Gut. Dann sehen wir hier unten, hier hängt auch ein Trieb, den lasse ich aber stehen, weil hier zum Beispiel, hier kommt eine kleine Blüte. Hier auch. Also den lasse ich jetzt einfach mal stehen. Obwohl er überhängt, den kann man aber auch entfernen, wenn man möchte. Hier wieder ein Wildtrieb. Und hier, jetzt war es interessant, dieser Trieb kommt auch ziemlich nah am Stamm, aber nicht komplett aus dem Stamm wie dieser Wildtrieb hier, sondern aus einem kleinen Astvorsatz. Und wenn man den jetzt anschaut, er hat keine Dornen wie der andere. Deswegen lassen wir den stehen und das wird dann ein neuer Leitast. Wenn der jetzt zu steil sein sollte, kann man den auch mit einem, zum Beispiel mit einem kleinen Stöckchen hier reinklemmen, dass der einfach ein bisschen weggedrückt wird. Und durch das dicken Wachstum wird er dann stabiler und ist weiter weg. Ja, das war es auch schon an dem Bäumchen hier. Da muss man halt jetzt mal schauen, wie das sich hier entwickelt, weil hier alles kahl ist. Ja, wir gehen nochmal rüber zum anderen. Ich habe hier noch einen. Schauen wir uns mal an, wie es bei dem aussieht. Der hat jetzt das ist ein jüngeres Bäumchen, das habe ich noch nicht so lange. Das habe ich auch, glaube ich, noch nie einmal geschnitten erst. Und ja, hier haben wir ein anderes Bild. Hier ist es sehr dicht gewachsen alles. Also sehr, sehr dicht. Und da müssen wir einfach jetzt erstmal für Luft sorgen. Wenn wir für Luft sorgen, einfach erstmal die dicken Äste rausnehmen. Also die dicken älteren Äste, um das Ganze zu verjüngen. Jetzt schauen wir mal, was man da rausnehmen kann. Also hier vielleicht auch immer ein bisschen drauf achten, guck, hier kommen schon schöne Blüten. Den würde ich jetzt nicht entfernen, den Ast, sondern nur einfach hier diesen verkrüppelten, um da drauf umzuleiten. Den nehmen wir raus, weil er einfach hier mitten hochwächst. Da drin schneiden wir auch hier einfach
mach mal hier den ab. Dann geht's weiter. Das ist jetzt kein einjähriger Trieb, sondern ein mehrjähriger. Das sieht man an diesen vielen Verzweigungen. Und da die Zitronen nur an ein und allen diesjährigen und einjährigen Trieben Fruchtholz ansetzt oder Blüten ansetzt, können wir den problemlos entfernen. Genauso wie den, weil einfach auch die Spitzen abgestorben sind. Okay, dann mache ich. Nehme ich den hier noch ab. So. Wir lassen hier um auf das kleine Ästchen. Hier sind auch wieder irgendwelche Krankheiten oder vertrocknete Triebspitzen. Den nehmen wir komplett raus. Ebenso wie den. Den könnten wir hier nochmal einkürzen, weil, ja, wie man hier ganz, wenn man genau hinguckt, könnten hier noch Blüten entstehen. Ich weiß jetzt auch nicht genau. Deswegen lasse ich den mal. Also schade, dass ich jetzt keinen Geruch empfinden könnte, aber wenn wir hier so schneiden, riecht das schön nach Zitrone. Das ist echt angenehm, Zitronenbäumchen zu schneiden. So, jetzt müssen wir uns mal hier das vornehmen. Hier gab es auch beim Transport wieder Beschädigungen. Aber ja, da sind verkümmerte Zitronen nur dran. Vielleicht kürzen wir mal. Den nehmen wir auf jeden Fall raus. Irgendeine vertrocknete Blüte. Die Blüten, die im Winter blühen, werden meistens nichts, weil ja auch keine Befruchtung erfolgt. Da gehen die Zitronen meistens kaputt. So, jetzt nehmen wir hier in der Mitte noch den Ast raus. Einfach um ein bisschen Luft zu gewinnen. Hier müssen wir auch mal. Hier mache ich vielleicht immer weg. Hier auch wieder die Äste mit den verkümmerten Triebspitzen, da kommt kein Fruchtholz mehr. Den können wir jetzt eigentlich komplett einkürzen. Ich schneide ihn mal hier ab. Hier ist noch ein Auge oder ich schneide ihn auf das Auge zurück, in der Hoffnung, dass er wieder austreibt. Gut, dann haben wir hier den Ast noch. Auch kleine, dünne Ästchen, die kein, wenn man überlegt, hier soll eine Zitrone dranhängen, das wird einfach nichts, deswegen kann man die auch abnehmen. Genauso die hier. Da schneidet man einfach auf die Augen zurück, in der Hoffnung, dass er nochmal austreibt. Ich würde ihn jetzt erstmal so belassen. Also wir haben ihn ganz schön ausgedünnt. Ihr könnt ja nochmal zurückspulen und schauen, wie er vorher aussah. Das waren zwei Zitronenbäume mit verschiedenen Wuchsformen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen bei Schneiden von Zitronen und Zitrusbäumen. Wenn ihr Fragen dazu haben solltet, schreibt es einfach in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne reinschreiben, ob ihr Erfolg beim Ernten von Zitronen oder Orangen habt und wie viel ihr so an so einem kleinen Bäumchen schon mal geerntet habt. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wir brauchen jetzt, nachdem YouTube die Benutzerbedingungen geändert hat, jeden Abonnenten, dass wir auch ein bisschen durch die Werbeeinnahmen unterstützt werden. Und deswegen, wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Das würde uns sehr freuen. Bis dahin, das war euer Alex von den Profi-Amateuren hier auf unserem Gartenkanal. Tschüss.